Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legacy of Kain the Soul Reaver. Ich habe mal wieder richtig krass was übersehen. Ich hoffe, wir kommen damit dann noch weiter. Erstmal müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. Und das ist anscheinend doch kein Shortcut, wenn ich da nachher ins Wasser spucke, bringe und durchs Gitter gehe. Das geht nämlich nicht, weil das Gitter ein bisschen zu hoch ist. Also, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich umswitche welttechnisch? Oh wow. Also, entweder... Oh, das wird scheiße. Entweder kann ich jetzt hier hochkraxeln? Ja, na. Alter, ey, ich raste hier aus bei diesem Teil. Es pisst mich an, weißt du? Ich war gestern Abend schon kurz davor, meine Tastatur aus dem Fenster zu werfen, weil ich wollte mich ja eigentlich nochmal hier... wie soll ich mir jetzt hier... Nein, 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 nicht abstoßen. Ich will auch nur... Ich kann mit der Kamera nicht arbeiten. Ficken. abspeichern. Ne? Nachdem ich da ja gut durchgekommen bin. Ja, dann konnte ich abspeichern. Ging nicht. Es ging nicht. Es hat sich aufgehakt und ich konnte dann halt das jetzt noch ein paar Mal machen. Dann war es so, dass der Sound abgestürzt ist und ich dann komplett nochmal gucken musste, wie kriege ich es hin. Also ich bin jetzt hier schon so oft hingelatscht. Ich habe schon fast keinen Bock mehr. Also ich war echt kurz davor zu sagen, weißt du was, ich drehe das Spiel. Boah, ist das... Das ist... Also an sich macht's Spaß, ne? Aber erstmal diese Kackkamera, ne? Die macht mich schon mit. Dann, wenn irgendetwas mit dem Spiel nicht funktioniert, das abstürzt oder sonst was... Oh, siehst du, da sind diese kleinen behinderten Fickviecher am Schwimmen. Kleines behindertes Drecksteil. Ich weiß auch gar nicht, kann ich irgendwo anders lang? Oh, ich habe so Angst, dass ich runterfalle. Ich möchte mich nicht runterfallen. Ha! Ich glaube, da hinten links geht's weiter, ne? Oh. Raziel, hast du aber auch echt ein Territorium ausgesucht. Und hier im Wasser geht gar nicht. Okay, ich bin safe. Oh, oder auch nicht. Gut, dass ich mir den Pixel mitgenommen habe, den Löffel. So, ich gehe mal hier ein bisschen zur Seite und sauge. Ich habe was platschen gehört. Das heißt, da ist gleich wieder irgendwo Wasser. Nö, nö, muss nicht sein. Scheiß Viecher. Die kleinen, dreckigen Drecks. Wasserschlangen, Kobrakacke, Frosch, Fotzen, Fickvieh. Ich habe keine Ahnung. Gib mir einfach deine Saft. Gib mir vor allem den scheiß Spieß. Oh. Kann ich das bitte mit meiner krassen... Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal. Kaputt. Boah, krass. Also wenn ich es jetzt verkacke, dann... Oh nein, ich glaube, ich... Ja. Let me guess, ich muss vom Wasserspeier zu Wasserspeier, ne? Boah, ey, das ist Jump'n'Run. Raziel, Raziel. Oh Gott. Oh Gott, ich darf es nicht verkacken. Ich darf es nicht verkacken, denn... Dafür ist dann wahrscheinlich dieser, ich nenne es mal, Rückweg gedacht mit diesem Kackgitter. Oh mein fucking Gott, okay. Jetzt ist die Frage, muss ich da hin oder muss ich hier hin? Ich würde sagen, da hinten ist die Kette, aber ich glaube, ich muss da drauf, um da über... Oh Gott, ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Oh, bitte nicht vergeigen. Bitte nicht vergeigen. Oh. Was ist da überhaupt für eine Antenne, Mann? Das ist so voll scheiße. Okay, gut, das ist so eine, keine Ahnung, Dekoration. Sagen wir mal drin, ne? Ich kann da so ein bisschen reingucken, ne? Okay, ich würde behaupten, ich muss darüber. Raziel, verkack es nicht, bitte. Sehr gut. So, was habe ich hier? Eine Glocke? Muss ich hier manchen krassen Schall einsetzen? Was ist jetzt mit dieser Glocke? Läutet die und was macht die jetzt? Die läutet, das ist schön. Warum ist da eine Wendeltreppe und wo komme ich da lang? Was passiert jetzt? Ich habe eine Tür geöffnet. Und wo ist diese Tür? Ist die jetzt hier unten? Boah, Alter, ich raste aus, wenn ich jetzt wieder den falschen Weg gehe, ne? Da wird's nass. Oder ist das nur ein Bug? Ich möchte gerne... Oh Gott, das wird nass. Oh, der arme Junge, ey. Das wird dem richtig wehtun, ne? Oh, ich krieg hier gleich wieder Motion Sickness und kotze auf den... Boah, nee. Gut. Alles safe. Warte.
Neues Areal. Ich höre Energie. Energie nehme ich. Bin ich jetzt in diesem komischen Turm drin? Ich glaube ja, ne? Also wo wir eben oben drauf standen. Das sieht auch fett nach Jump'n'Run aus. Dieses Bodenmuster irritiert mich. Soll das irgendwas bedeuten? Sonne? Oh, wow. Also irgendwie... Was sollte das sein? Ich glaube, geht in die Richtung Action-Adventure. Oder zumindest irgendwas mit Action war es. Ich würde es gerne umschreiben als Jump'n'Run. Das ist hier gerade echt nichts anderes. Nur, dass man halt keinen selten dämlichen Charakter hat wie Yoshi. Oh, senkt das nicht ab. Oh, oh. Ja, wir sind im Ding drin und mir gefällt das gar nicht. Oh nein. Ist das jetzt unser Bruder? Wahrscheinlich, ne? Scheiße, Mann. Das erinnert mich voll an die Bosse bei Zelda. Ob das jetzt Georg ist, dieser Kackfisch oder diese Motz-Tentakeln. Oh nö. Boah, ich sehe mich jetzt schon an und runterfallen. Oh nee, Alter. Hallo, du hässliches Kackvieh. Bist du Flipper, der Delfin? Well. Wir drehen uns gar nicht um. Du hast dich deiner Umgebung gut angepasst. Erstaunlich für jemand von so geringem Geist. Was ist das? Quasselwasser gesoffen. Warte nicht, Raziel. Du weißt doch, wie viel Kraft es braucht, den eigenen Schatten zu überwinden. Kein sagte, du würdest kommen. Du redest mit dem Mörder? Du tätest gut daran, deine lästerliche Zunge zu hüten. Was hat er dir noch gesagt? Dass du mich vernichten würdest. Das werde ich auch. Doch sag du mir, bevor ich deine Seele aus ihrer Verankerung reiße, weißt du, was wir waren, bevor wir zu Kains Brut wurden? Menschlich. Seraphan Rahab, das genaue Gegenteil von allem, was wir jemals glaubten. Was liegt daran? Wir waren verloren. Er hat uns gerettet. Uns gerettet? Wovor? Vor uns selbst. Lol. Oh, fuck. Wenn... Kollege, du bist da so nett, ne? Oh, oh. Muss ich dir deine komischen Dekorationsartikel hier kaputt machen? Im Sinne von... Soll ich dir die Scheiben hier mal ein? Ja, ich soll die Scheiben. Okay, ich hab's verstanden. Weil Licht und so, ne? Ups. Nein, 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 nein. So. Oh, fuck. Treffe ich ihn überhaupt? Oder muss ich hier... Ich glaube, ich muss da... Weil da diese Sonnensymbole sind, ne? Nein. Oh, ich bin dämlich. Nein. Oh ja, und jetzt sind hier auch diese ganzen komischen Dementoren wieder, weil hier mal irgendwelche Vampire anscheinend verreckt sind. Ja gut. Liegt ja auch irgendwo nah. Boah, jetzt muss ich wieder dieses Jump-and-Run-Element, ne? Oh, yo, yo, Junge, ist klar. Aber bis jetzt ist es nicht allzu schwer. Ich erleuchte das ganze Ding und dann muss ich den wahrscheinlich irgendwie einmal anstupsen oder das war schon. Ach, sieht eigentlich voll schön aus, wenn das Licht so blau ist. So bläulich angehaucht, ne? Nice. Hier lässt sich's aushalten. Ups. Jetzt werde ich wieder fast. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder ins Wasser geschmissen. Ich möchte mal eben die Position. Ach, leck mich doch. Ich wollte sie wechseln. Dementor. Achso, hier sieht man, dass so eine Seele reinpacken können. Ja, also, die anderen habe ich immer gesehen in meiner komischen Spektral-Kackwelt. Den Mofo, den Rahab oder keine Ahnung. Jetzt nicht. Wobei das eigentlich ideal für ihn wäre, weil ich meine, wie so ein kleiner, hilfloser Fisch in diesem großen Becken da rumzustrampeln schon fast. Das wäre für ihn ja gefundenes Fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Oh, nicht dein fucking Ernst. Ich war da schon auf der Select-Taste. Hallo? Hallo? Oh, ich raste gleich aus. So, bitte jetzt so. Ich kriege Kopfschmerzen von der Scheiße. Und er hat sich wieder... Oh. Christmas, 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 Christmas
Verpisst euch alle. So. Kriegt so viel. Ich hätte auch theoretisch von außen die auch kaputt machen können. So. Ja, war klar. Ist mir scheißegal, Junge. Ich habe die zwei Fenster eingeschlagen. Deal with it. Oh, kaum halte ich die Schnauze, funktioniert das. Scheiß drauf, Junge. Ich hab schon wieder Soundbugs, ne? So, dann machen wir mal weitermachen. Komm ich hier schon hoch? Nein. Jetzt noch ein. Oh Gott. Komm schon, letztes Fenster. Willst du mich verarschen? So, hell erleuchteter Raum. Verrecke einfach. Was passiert jetzt? Lol. Das ist mein Ende. Gut. Kombiniert Sherlock. Lel. Lol, voll, das ist ein richtig unbeeindruckender Tod, Nessie. So, was kriege ich jetzt für eine Scheißfähigkeit? Kann ich jetzt auch schwimmen? Hier sind Unterwasservieh. Habe ich jetzt Kiemen? Indem du Rahabseele in dich aufgenommen hast, musst du dich nicht mehr vor Wasser fürchten. Toll. Jetzt löst das Wasser deine körperliche Hülle nicht mehr auf. Und du kannst an Orte schwimmen, die vorher für dich unerreichbar waren. Lol. Oh, cool. Ja, dann weiß ich ja, wo ich jetzt chillen kann. Okay, das wäre es gewesen. Ich muss sagen, der Kampf war mega unspektakulär. Das Einzige, was halt scheiße war, ich habe mega krass genug. Bis zum nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Wait.